Ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Also, sag mir, was du über die Statue des Zeus weißt. Ihr großer Blitz ist stets bereit, die Kephallenier unter ihr zu strafen. Oder so ähnlich. Ich sag Kephallenier, von der Statue des Zeus aus. Sag mir, ist es immer noch ein Ort großer Schönheit? Ja, die Insel ist schön. Von der Statue des Zeus aus kann man die Brandung an den weißen Sandstränden sehen und die in grün getauchten Berge. Aber die Bewohner leiden wegen des Krieges. Ah, genau wie es mir beschrieben wurde. Die Götter segnen gleichzeitig das Land und strafen ihre Bewohner. Selbst für Götter sind eure Götter grausam. Nun gut, ich habe dir erzählt, woran ich mich erinnere. Nun erzähle mir von dir. Was führt ein Perser hierher? Persien und die griechische Welt sind dazu verdammt, Gegensätze zu sein. Wenn hier Wohlstand herrscht, scheint Persien zu darben. Und führt ihr Krieg gegen euch selbst? Lebt Persien in Frieden? In der Tat. Mein Volk blühte auf, nachdem König Xerxes ermordet wurde. Alle, außer mir. Ein Mann wollte mich vergiften, so verlor ich mein Augenlicht. Ich floh und landete hier. Oh, es gibt ein Kopfgeld auf dich? Jetzt wird's interessant. Gab es, aber jetzt nicht mehr. Nun, erzähl noch eine Geschichte. Dann erzähle ich dir mehr von mir. Ich werde mit Geschichten zurückkommen. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Ah. Ah, der mächtige Krieger mit dem zerbrochenen Speer. Möchtest du dich uns anschließen und helfen, die Front der dreckigen Spartaner zurückzutreiben? Mein Speer gehört euch. Er wird uns sehr nützlich sein. Und nun auf zum Sieg! Ah!
Vater wartet dich schon. Ella.
Du hast eine Nachricht hinterlassen. Erzähl mir mehr. Du hältst dich für großartig, oder? Was? Du spielst für das spartanische Heer in Megaris den Helden und nun hältst du dich für allmächtig. Unfassbar, dass ich für die Stadt eine Statue von dir fertigen soll. Ich habe meine Arbeit erledigt. Eine Statue ist leicht übertrieben. Bevor ich dir zu Ehren eine Statue fertige, solltest du etwas für die Menschen hier tun. Mein Dorf wird von einem Rudel Wölfe geplagt. Du willst ein wahrer Held sein? Dann ist das deine Chance. Wölfe, hä? Ja, richtige Wölfe. Nicht nur ein arroganter Spartaner mit albernem Helm. Lass mich raten. Du willst, dass ich die Wölfe jage? Ja, bring sie alle um. Ich bin genau der Richtige. Bitte sei vorsichtig. Überlass das alles ruhig mir. Du bist zurück? Sind sie alle tot? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Dich zu treffen war ein Geschenk der Götter. Nimm dies für deine Mühen. Du bist stark, geschickt und offenbar sehr einfallsreich. Jemanden wie dich kann ich gut auf meinem Schiff brauchen. Was sagst du? Ich wollte schon immer Poseidons mächtige Wellen unter meinen Füßen spüren. Das war immer mein Traum. Ich komme mit.
Applaus! Hey, Eindringlinge! Die Götter mit dir, Söldling! Na los! Na los! Komm schon! Ella! Ruhig. Das ist es. Hoffentlich hat Herakles alles dem phallischen Vögel erledigt.